Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist eure Hegelinchen und ich spiele wieder Two Point Hospital für euch. So, natürlich geht es direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. So, ich hatte ja so leichte Probleme in der letzten Folge damit rauszufinden, wie ich hier das passende Personal einstelle für das eine Zimmer hier. Da, gucken wir mal jetzt mal weiter. No pillaging, please. Geschützte Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point, einem Stern, also einem von maximal 3 Sternen bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Sehr nett. Baue dein Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz alleine die Wahl. Wohlriechenden Grüßen, Akin, Foxbridge Gesundheitsminister. Ja, das ist ja mein letzter. Two Point Radio. Our reporter on the field, Sally Figblanket, has just returned with her camera crew from another field trip. As to what she was reporting on, I cannot say. Nobody tells me anything. Rise and shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely.
Security alert. Please be alert. Trouble making ends meet. Need some extra dough? Call Smell My Cash. Because an 80% interest repayment rate is nothing to sniff at. Smell My Cash. The desperate solution. More 2 Point. More often. This is 2 Point Radio. End of year approaching. So. Jetzt? Da haben wir einen Brief. Alles wieder. Komplett. Okay. Dann. Mega cool. Assistent des Jahres wir. Okay. Wieder. Keiner von rein. Was aber auch. Arbeit gibt. Höchsten Prestige und den Hatten wir nur. Okay, naja, das macht ja nichts. 3 von 8, oh, ist doch schon mal ganz gut. Aber weiter geht's. Pfleger. Thank you.
Maintenance announcement. Medical waste does not belong in the corridors. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. A public service I perform with no shortage of humility. I would do one to proper enunciation as well, but I fear your underdeveloped vocal abilities would make this quite impossible. Ein Notfall in der Station. Nachdem der Two-Point-Scrabbler einen Bericht über Schlafpositionen für Fortgeschrittene mit fehlerhaften Diagrammen veröffentlichte, kämpfen nun viele Menschen mit einer Reihe interner und externer Beschwerden, die auf Station behandelt werden müssen. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Herausforderung, heile 5 Patienten mit Bettengesicht. Entschuldigung. Ja, machen wir. Group of patients now arriving. Staff are reminded to get back to work. I have only one word to say to you today. Trousers, people. Trousers. They ought to be worn at all times. They protect against sunburn and knobbly knee syndrome. Take heed, dear listeners. Ich
Direkt Patiententod. Traurige Neuigkeiten. Unser erster Patient ist gestorben. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses. Außerdem kann es passieren, dass der Geist des verstorbenen Patienten das Krankenhaus heimsucht. Ha, oh, was Neues. Wenn das passiert, werden wir einen Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung benötigen. Yeah! Staff facilities are out of bounds for all patients and some staff. Eine Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unseren Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. Herausforderung. Heile 5 Patienten mit Bettenkrankheit. Behandlungsraum Station. 2 im Krankenhaus. Zeitbegrenzung 90 Tage. Belohnung 10 Ruf, 10.000, 1000 Dollar. Ich habe 4 von 5 Patienten geheilt. Ja, der eine ist ja leider gestorben. Time for another Sommelier Over the Rainbow. Today featuring a bottle of 2009 Pale Toad. This charmless Chardonnay is as insipid a wine as I've ever spat out. It has a foul nose, hinting at leftover baked beans. As for the taste, well, I would rather lick an actual toad than drink another glass. Deswegen hat Rino ein neues Spiel gerührt, weil das endlich so ein Spiel nicht so ganz sein Genre ist, wo er sich nicht so ganz so interessiert, aber da hat er euch spielt ja was. Wollen wir ja mal hoffen, dass da auch noch was kommt, das spielt aber mal ganz stark aus, dass da noch ganz schnell aufkommt. So, ich würde sagen, machen wir hier mal wieder einen kleinen Cut. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge ebenfalls gefallen hat, auch wenn sich da jetzt nicht ganz so viel Neues ereignet hat. Aber allein schon, dass wir da diese Sonderaufgabe hatten und jetzt mal gesehen haben, wie die Leute da sterben, auch wenn es nicht gut ist für mein Krankenhaus. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal einschreiben in den Kommentaren. Auch wie gesagt, wenn ihr da den Vorgänger dieses Spiels sehen wollt, zeige ich euch auch liebend gern. Dann könnt ihr mal den kompletten Unterschied der beiden Spiele sehen. Das ist schon einiges. Und ja, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!